Boris Petrovich! Raus! Jean-Jacques Demortier! Raus! Olaf Gustafsson! Raus! Der Rebellen unter der Bevölkerung der westlichen Sahara in den Bezirken El Hemsa, Tinduf, Tintasat und Fagara erhebliche Unruhe verursacht. Es wurden Anschläge auf Ölraffinerien, Nahrungsmitteldepots und Fabrikationsstätten verübt. Die Rebellen, die sich selbst den Namen die Skorpione gegeben haben, überfielen außerdem ein Waffenlager der Fremdenlegion und verteilten die Waffen an aufständische Berberstämme, um somit die Unruhe in den besagten Gebieten zu eskalieren. Allerdings gelang es den Behörden, einige der Anführer dingfest zu machen, wobei sich herausstellte, dass auch Ausländer an den Aktionen beteiligt waren. In der vergangenen Woche wurden folgende Urteile gesprochen. Zum Tode verurteilt wurden Hakim Ben Hassan, Helmut Jager und Boris Petrovich. Zu lebenslänglicher Zwangsarbeit wurden Jean-Jacques Demortier sowie Marcello Tagliaferri verurteilt. 30 Jahre Zwangsarbeit erhielten Olaf Gustafsson, 6 Jahre Zwangsarbeit in der Festung Gila für Philipp Stone. Die Urteile wurden verkündet im Namen Allahs auf Geheiß des Königs am 16. Oktober 1929. Alles in Ordnung, Sir? Ja, alles okay. Das Seil! Los!
Den Rest schaffst du auch noch, du Schwein! Du wirst nie wieder eins von unseren Gräbern entweihen! Was er in dem Beutel hat. Er ist Amerikaner. Sieht so aus, als hätte er nichts gestohlen. Also gut, das war ein Irrtum. Du hast noch mal Glück gehabt. Kommt. Du wirst mir eine ganze Menge bringen, da gehe ich jede Wette ein. Ahmed! Ja, Herr! Tu deine Pflicht. Nein! Nein, bitte! Bitte nicht! Nein! Bitte, Herr! Nein! Ich grüße dich, Pelasha. Ich bin wohl zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen. Ich grüße dich, Freund. Wir haben uns lange nicht gesehen. Eine halbe Ewigkeit. Gehen wir ins Zelt. Sag mir, was er getan hat. Er hat eine Kette gestohlen aus den heiligen Grabkammern von Tirfis. Die Strafe war milde. Was hast du mir heute zu verkaufen? Was? Oh, diese Uhr hier. Greif zu. Danke. Allah ist Herrscher über die Zeit. Er sagt, wann wir schlafen müssen und wann wir wachen sollen. Also frage ich dich, was soll ich mit einer Uhr? Geht's dir so schlecht, dass du sie verkaufen musst? Meine Religion verbietet es mir, dir Geld zu leihen, aber... Ich weiß, ich würde nie darum bitten, Ben Asher. Niemand, allerdings kann mich daran hindern, dir ein Geschenk anzubieten. Ich stehe tief in deiner Schuld. Nimm sie ruhig. Sie gehört dir. Wenn sie schon den Toten nicht helfen kann, dann will ich hoffen, dass sie wenigstens den Lebenden hilft. Danke, mein Freund. In New York würde ich dafür eine Menge kriegen. Aber hier... Du wirst es schon schaffen. Ja, sicher. Versuch nicht, wieder schneller zu sein als der Wind. Ich werde deine Güte nicht vergessen. Wenn die Zeit kommt, denke daran. Ich vergesse es nicht. Möge Allah dich beschützen. Das will ich doch hoffen. Hör zu, hüte sie wie deinen eigenen Augapfel. Ich bin kein Idiot, wie du weißt.
Phil? Wach auf! Wach auf! Berechnest du mir das Frühstück extra? Nein, du bist mein Gast. Ich hoffe, ich habe dir das gegeben, was du wolltest. Du gibst mir immer, was ich will. Warum bleibst du nicht hier? Ich meine, du kannst nicht immer der streunende Wolf sein. Oder lass uns woanders hingehen. Eines Tages, Maria. Eines Tages sind wir auf diesem Schiff. Seit 2 Jahren zeigst du mir diesen Fetzen Papier. Ich fange an zu glauben, dass dieses Schiff irgendwo auf dem Grund des Meeres liegt. Keine Sorge. Ich weiß genau, was ich will. Dein Wille kann keine Wunder vollbringen. Hör auf damit. Bitte quäl mich nicht, Maria. Ich will nicht immer an die Zukunft denken. Phil, ich will dich nicht quälen. Es ist nur so, dass ich so wenig von dir habe. Wenn du herkommst, dann bist du entweder betrunken oder du bist verletzt oder todmüde oder sonst was. Aber in Wirklichkeit bist du nie da. Jetzt hast du vergessen. Was? Du müsstest mir etwas Geld leihen. Das habe ich vergessen, ja. Das auch noch. Hast du nicht gesagt, dass du gehen musst? Gehen? Wer hat das gesagt? Ich habe keine Lust, Oma zu begegnen. Der kommt heute nicht. Du musst dir keine Sorgen machen. Maria, mach auf! Und was war das da eben? Es war nichts, nichts. Muss dieser Mensch so einen Krawall machen, hä? Ich komme! Verdammter Idiot! Mach sofort auf! Lass mich zufrieden, komm später wieder. Ist jemand bei dir? Nur eine Freundin. Ich weiß Bescheid, ich kenne deine Freundinnen! Wo ist der? Ich gehe ein bisschen spazieren. Du willst wieder zum Tor des Reichtums und du willst wieder um Leben oder Tod spielen. Möchtest du mit mir nach New York oder nicht? Es sind schon viele dort gestorben, Phil. Geh nicht. Und New York ist mir vollkommen gleichgültig, glaub mir. Mir aber nicht. Geh nach Haus. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Ein wunderschönes kleines Mädchen. Setzen Sie Ihr Geld auf Sie, Gentlemen. So zeigt mir der Kuss einer Jungfrau. Ihr müsst nur eure Hand in die Kiste stecken. Das süße Mädchen hat sie. Und schon seid ihr reich. So ist es. Lasst nicht auf eure Hand fallen, Mister. Und versuchen Sie nicht mal Ihr Glück mit dem kleinen Mädchen, Sir. Nein? Nein, nein, warum nicht? Es wird Sie reich machen, Sir. Die Schlange, die Reichmacherin. Sie nur keine Angst haben, Gentlemen. Riskieren Sie es. Riskieren Sie es. Die Schlange. Die Schlange, die Reichmacherin! Setzen Sie auf das kleine Mädchen! Die Schlange! Ist jemand unter uns, der genug Mut hat, das Glück herauszufordern? Hä? Die Schlange! Ich bin dabei. Sie, Sir? Vielen Dank, Sir. Na, was sagt ihr dazu? Ein mutiger Mann. Ich wusste, dass er kommt. Die Schlange! Die Schlange! Die Schlange! Platzieren Sie Ihre Wette, Fremder. Gold. Gold? Ich liebe Gold. Also, wollen wir mal sehen, was Sie haben. Wundervoll, aber das reicht nicht. Wir wollen mehr sehen. Okay, hier. Zeigen Sie uns etwas mehr, mein Freund.
Es sei denn, dass du ein bisschen gierig bist, das sollte wohl reichen. Oh ja, so ist es gut, mein Freund. Es geht los, wer von euch die niedrigste Karte zieht. Du fängst an. Oh, sie werden es schwer haben, die Karte zu schlagen, mein Freund. Möge Allahs Güte mit ihnen sein. Verdammt. Allahs Güte war nicht auf ihrer Seite. Fangen wir an. Das kleine Mädchen jetzt zurück in sein Haus. Ja, jetzt bist du dran, Harund. Ein Mann ist gestorben. Was? Was wollen Sie? Sieh doch! Kommen Sie! Reizende Überraschung. Gila. Vorwärts, beweg dich, komm schon. Los! Vorwärts! Halt! Soll ich ihn zur Grube schaffen? Das Spiel hier mit uns spielen. Vielleicht hattest du vor, mich zu töten. Du kannst es versuchen. Na los, steh auf. Bist du nicht einer von der Skorpionbande? Dann solltest du wissen, worum es hier geht. Ich spiele auch gern Spielchen und das hier ist mein Lieblingsspiel. Ich bin sicher, dass du nicht kneifen wirst. Bewegung. Oh, welch angenehme Überraschung, mein lieber alter Freund Philip Stone. Ich bin entzückt, dich wieder bei uns zu haben. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Ne? Nimm deine Zunge und steck sie dir in den Arsch. Na, warum denn so rüde, Phil? Ich möchte dir doch nur ein herzliches Willkommen bereiten. Das herzliche Willkommen kannst du dir auch in den Arsch stecken.
So ein unartiger kleiner Junge, aber lassen wir das. Möchtest du gern wissen, wie lange wir unter deiner Abwesenheit gelitten haben? Egal, wie lange es war nicht lange genug, aber ich kann dich sowieso nicht daran hindern, es mir zu erzählen. Also quatsch dir die Scheiße von der Seele. Oh, du bist immer noch so begeisterungsfähig wie früher. Um nun deine unersättliche Neugierde zu stillen. Lass mich meine Berechnungen noch einmal überprüfen. Ja, wie war das? Jawohl. Es sind genau 3 Jahre, 10 Monate, 18 Tage, 13 Stunden und 57 Minuten. Ich warte also verdammt lange auf dich. Ich platze gleich vor Neugierde. Warum? Ich brauche nur noch 2 von euch, um meine Sammlung zu vervollständigen. Der erste war Franklin und der ist hier und er wird auch hier bleiben. Und der zweite bist du. Olaf. Marcello. Ah, Jean-Jacques. Oh, weißt du, wer das ist? Das ist dein guter alter Freund Boris. Du dreckige, schwule Sau! Ihr Skorpione, was habt ihr geglaubt, wie weit ihr kommt? Wolltet ihr die Herrscher der Wüste werden? Die Beschützer der Schwachen? Die Robin Hoods der Wüste? Oh nein. Und wenn meine Sammlung erstmal komplett ist, du wirst es sehen, dann wirst du deinen gebührenden Platz bekommen. Und der wartet schon auf dich, du Dreckschwein. In Gila muss man darum bitten, umfallen zu dürfen. Oder hast du das etwa vergessen? Aus! Gila. Danke. Zigarette? Nein, danke. Der Rauch steigt mir sonst zu Kopf. Wann lassen Sie dich wieder runter? Wenn es Sergeant Kemal passt. Kemal ist also befördert worden, ja? Wegen sadistischer Pflichterfüllung. Thank you.
ich nehme die Zigarette doch. Ja. Danke, Kumpel. Deswegen bist du drin. Ein Kerl hat ein Mädchen belästigt. Mein Mädchen. Und du? Ach, ein Kerl hat eine Schlange belästigt. Hä? Was soll das? Verstehe ich nicht. Ah, vergiss es. Auf die Bretschen! Willkommen zu Hause in Gila, du dreckige Laus. Kemmer, bist du jetzt der oberste Menschenschinder geworden? Ich bin Sergeant Kemmer, du stinkende Mistfliege. Und vergiss das lieber nicht, wenn du am Leben bleiben willst. Gefällt dir unsere kleine Blume? Wenn du ihn haben willst, kannst du ihn dir nehmen. Niemand nimmt mich. Zurück mit dir. Hast du vielleicht noch mal Lust, zwei Tage mit dem Kopf nach unten zu hängen? Hat es dir so gefallen? Vorwärts, hoch mit dir. Der Direktor will dich sprechen. Der Gefangene Stone, Sir. Danke, Sergeant. Sie können gehen. Sir, Sie wollen doch wohl nicht mit ihm allein bleiben. Genau das habe ich vor, Sergeant. Vielen Dank. Danke, Sergeant Kemal. Setzen Sie sich. Sie können rauchen, wenn Sie wollen. Ich konnte es kaum glauben, als man mir sagte, dass Sie noch immer in der Gegend sind. Ich dachte mir, was hat ein Mann wie Stone in diesem Drecknest zu suchen? Er muss doch genug haben von Sand und Schlangen. Mit Ihrem Mut und Ihrem Talent hätten Sie es überall zu etwas bringen können. Aber Sie bleiben hier, um den Staub der Wüste zu atmen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe auch eine ganze Menge nicht. Wieso bin ich eigentlich hier? Sie müssen etwas für mich finden. Okay, aber was ist, wenn ich nicht will? Ha? Dann kommen Sie hier nicht mehr raus. Nie mehr. Sie wissen, dass das in meiner Macht steht. Und was soll ich für Sie finden? Den Schatz der Kleopatra. Fontaine. In Ihrem Alter glauben Sie wirklich noch an den Weihnachtsmann? Und das hier? Halten Sie das hier auch für ein Märchen? Das Siegel der Ptolemäus-Dynastie. Es gehörte Kleopatras Vater. Als er und ihr Bruder starben, wurde Kleopatra Königin und erbte das Siegel, welches sie entsprechenden Bräuchen immer bei sich tragen musste. Jeder, der das Siegel berührte, wurde getötet. Hören Sie, es hat jemand dieses Siegel gefunden. Also können Sie den Rest des Schatzes finden. Raus hier! Raus hier! Woher haben Sie das Siegel? Ein Lebenslänglicher versuchte zu fliehen. Natürlich wurde er erschossen. Er hatte es um seinen Hals getragen. Ich will 50%. Sie sind ein harter Verhandlungspartner. Jeder bekommt das, was er verdient. Also gut. 50-50. Einverstanden. Okay. Ich würde aber gern noch wissen, wem ich das zu verdanken habe. Hier. Hallo, Phil. Du? Du Miststück, warum hast du das getan? Keine falsche Bewegung.
Ziehst du es vor, Schlangen aus Kisten herauszuziehen? Oder Gräber zu schänden und Schmuck zu stehlen? Ich hoffe, du hast das Schiff nach New York nicht vergessen. Finde den Schatz, Phil, und finde ihn schnell. Ich weiß, du bist der Einzige, der auf der Welt dazu fähig ist. Und er weiß es auch. Ja, finden Sie ihn schnell. Diese verdammte Sand bringt mich um. Und ich möchte meinen Lebensabend gern in Paris verbringen, in den Armen schöner Frauen, Champagner trinkend. Aber Sie sollten sich nicht auf mich verlassen, mein Freund. Hier drin sind Sie nichts weiter als ein Häftling. Der Direktor hatte also eine kleine Rede gehalten. Und der Gefangene hat aber eine Zigarette geraucht. Ja, du warst, Sergeant. Aha. Du musst noch mehr herausfinden, Abdul. Es reicht noch nicht. Er ist ein Spion, Abdul. Also muss man ihn wie einen Spion behandeln. Wir eliminieren ihn. Ja, Sergeant. Hast du das verstanden? Ja, Sergeant, natürlich. Sehr gut. Und versuche herauszufinden, was er und der Direktor im Schilde führen. Du wirst es nicht bereuen. Wen haben wir denn da? Da versucht doch einer zu fliehen. Nein, es sind zwei. Zeit, sich ein wenig zu amüsieren. Ja, Sergeant. Beine jetzt genug bewegt. Ihr seid sicher müde. Ich sollte euch wirklich die Mühe ersparen, den ganzen Weg zurückzulaufen. Arme Schweine. Wenigstens haben sie es versucht. Das ist ein Scheißdreck wert, wenn man es nicht schafft. Hast du recht. Kemals Spiel hat sich nicht geändert. Wir können nichts daran ändern. Und jetzt schon wieder. Durchsuchung, mach, was ich mache. Also gut. Wer hat beim Morgenappell anstelle dieser beiden Arschlöcher geantwortet? Raus damit! Ich kriege es sowieso raus. Also? Was
Was haben Sie euch dafür gegeben? Ein paar Zigaretten? Alle durchsuchen, los! Sergeant, der hier hat ein Päckchen Zigaretten. Ah, sehr gut. Du also. Also, ich hoffe, der verlorene Sohn fühlt sich wieder zu Hause. Ich rede mit dir. Klar, Sergeant Kimmel. Bin sehr froh, wieder da zu sein. Clever, der Kleine. Du mieser Dreckskerl. Du hältst dich wohl für besonders schlau, mein Junge. Es gab mal eine Menge von euch Skorpionen, aber du bist der Einzige, der noch übrig ist. Ich warte nur auf eine Chance. Gib mir nur eine Chance. Wenn du eine Chance willst, dann leg deine Knarre weg. Wenn du das nochmal versuchst, mach ich dich alle. Süß, nicht wahr? Eine rührende Liebesgeschichte. Und ich habe immer gedacht, dass du Frauen magst. Naja, wäre schon vollkommen. Wollen wir das junge Liebespaar allein lassen? Das war nicht ohne. Was soll's? Was es soll? Jetzt weiß ich wenigstens, auf wessen Seite du stehst. Hallo, Liebling. Wenn ich hier rauskomme, werde ich nicht vergessen, dich zu erwürgen. Wenn du hier rauskommst, wirst du was anderes mit mir machen, Phil. Na, wie weit bist du? Es ist nicht leicht. Wenn's leicht wäre, würde er dich ganz sicher nicht brauchen. Hör mit deinen dämlichen Sprüchen auf. Du musst dich beeilen. Das Schiff fährt in 20 Tagen. Lieber würde ich eine Kobra küssen als dich. Ich liebe dich. Weißt du das nicht? Ich liebe dich auch. Das ist genug. Die Besuchszeit ist leider zu Ende. Sie müssen jetzt gehen. Wie geht's, Phil? Du kennst.
kennst mich? Nur Phil Stone kann sich vollkommen geräuschlos bewegen. Und wie geht's dir, Spaffer? So wie immer. Ich krepier. Ich wäre schon seit Ewigkeiten tot, wenn mein Herz nicht immer weiter schlagen würde. Wer ist bei dir? Ein Freund. Man sagt, dass du für Fontaine arbeitest. Glaubst du das etwa? Lass mich dein Gesicht berühren. Nein, ich glaube es nicht, mein Junge. Ich brauche deine Hilfe. Weißt du etwas über ein altes Siegel? Carlson trug es immer um den Hals. Er war mal 2 Wochen in der Grube. Wenn du etwas zu finden versuchst, dann such erst mal da unten. Aber, Phil, es ist doch sehr gefährlich. Sogar für einen Wahnsinnigen wie dich. Und hier ist es auch nicht gerade ungefährlich. Los, rein! Pass auf, Phil! Na sowas, wen haben wir denn da? Schweine! Ich leg dich um! Hey, hey, hey! Ja, Quatsch! Los, komm! Das bringt doch nichts. Los, raus hier! Was hast du da? Was hast du da? Das bist du, dein Drecksack! Besuch. Wer bist du? Ein Freund. Nein, du bist nicht zur Strafe hier runtergeschickt worden. Was willst du? Nichts, was euch schaden könnte. Du hast bestimmt schon festgestellt, dass man sehr schnell hier runterkommt. Aber es ist verdammt schwierig, wieder raufzukommen. Wir fressen die Reste aus der Gefängnisküche und da sollen wir dir glauben, dass du aus freien Stücken hier runtergekommen bist? Du arbeitest für Fontaine. Nein, ich arbeite nicht für ihn. Du redest Blödsinn.
Mal schaffen müsste. Hey, er ist ein Skorpion. Ja, los, spuck aus das Zeug. Ja, jetzt hast du es geschafft. Hey, die Kiste kommt runter. Hey Kumpel, bist du hier, um uns zu helfen? Hör mal, ich glaube, wir haben dich ein bisschen übel empfangen. Ich konnte nicht wissen, dass du ein Skorpion bist. Ist okay, du Arschloch. Wenn du willst, sagen wir, ihn wird nicht aufgefressen. Wir sagen alles, was du willst. Sag uns nur, was wir tun sollen. Schick den Mann rauf, ich warne euch. Ich zähle bis 10, dann erlebt ihr eine unangenehme Überraschung. Also tut, was ich sage. 1. Das verdammte Schwein macht ernst. 3. Du musst wieder rauf, Kumpel. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Phil, alles in Ordnung? Jetzt noch besser, als ich aussehe. Sie werden es überleben. Sie können zurück in Ihre Zelle. Gibt's irgendwas Neues? Möglicherweise. Ich brauche Hilfe. Zahlen Sie dir von Ihrem Anteil. Haben Sie da unten irgendetwas gefunden? Ja, irgendetwas. Was? Etwas. Wenn Sie mich für 24 Stunden rauslassen, Fontaine, dann würde ich einiges rauskriegen. Einverstanden? Wir könnten versuchen, abzuhauen. Aber so dämlich werden Sie nicht sein. Nur wenn Sie nicht zurückkommen, was mache ich dann? Wir sind Partner. Wenn Sie nicht mal Ihrem Partner trauen. Na gut, trinken wir ein Glas auf unsere Partnerschaft. Also gut. Ich will Ihnen vertrauen. Auf Ihren freien Tag.
Auf Kleopatra. Ich brauche einen Wagen. Quatsch nicht so viel! Platz da! Wir sehen uns in 24 Stunden. Sagen wir lieber in 12. Das ist nicht genug. Das sollte es aber. Sehen Sie sich das an. Cyansäure? Ich habe Ihnen davon etwas in Ihren Wein geschüttet. Verdammter Dreckskerl! Es dauert 12 Stunden, bis die Wirkung einsetzt. Also, mein Freund, wenn Sie nicht innerhalb von 12 Stunden wieder hier sind, um das Gegenmittel einzunehmen, sind Sie tot. Sie verschwenden kostbare Zeit. Fassen Sie Stone mit Samthandschuhen an. Wir haben ihn in der Grube erwischt und Sie retten ihn. Ständig lungert er bei Ihnen rum. Und jetzt lassen Sie ihn mit dem Gefängnis-Jeep einen Ausflug machen. Ich habe das sehr gut gesehen. Na und, Sergeant? Sagen Sie mir, weshalb. Ich habe ein Recht darauf, den Grund dafür zu erfahren. Was, Sie haben ein Recht, Sergeant? Ja, Sir. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie anderer Meinung sind. Also... Sergeant Kemal, Ihr Job besteht darin, den Wachhund zu spielen. Wenn ich Ihnen befehle, dann beißen Sie, und wenn ich Ihnen befehle, dann wedeln Sie mit dem Schwanz. Gute Nacht, Sergeant. Weggetreten. Maria! Komm raus! Ich hab's eilig! Komm raus! Oh, Phil! Oh mein Gott, bist du etwa geflohen? Mach, dass du rauskommst! Beeil dich! Hab ich dich, Dreckskerl! Endlich! Ja. Jetzt bring ich dich um! Ja! Also nochmal. Wo ist dein Freund hingefahren? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht! Du Idiot! Du weißt, dass ich dich umbringen kann, wann und wo ich will. Ich habe hier das Kommando und nicht dieses Schwein Fontaine. Es tut weh, nicht? Ja. Oma kann dich nicht besonders leiden. Wo sind wir? In der Wüste. Ich hab dich hergebracht, weil... Du hast mich hergebracht? Kannst du Auto fahren? Ich hab's unterwegs gelernt. Und wie lange war ich bewusstlos? Die Sonne geht bald unter. Es müssen also 5 oder 6 Stunden gewesen sein. Verdammt nochmal! Steig ein! Bist du verrückt geworden? Nein, noch nicht.
dass es eine Straße von hier bis zum Meer gibt, durch die Gila-Wüste. In der Legende heißt es, dass Kleopatra, als sie sich aufmachte, den Anführer der Römer zu treffen, irgendwo zwischen dieser Stelle und dem Meer ein Lager errichten ließ. Aber niemals konnte irgendjemand die genaue Lage herausfinden. Denn zwischen dieser Stelle und dem Meer gibt es kein Wasser, nur Sand und Wind. Ja, deswegen hat auch niemand die Geschichte von diesem Lager geglaubt. So kann es sein, und es ist völlig klar, wieso. Niemand will glauben, dass es hier irgendwann, das muss sehr lange her sein, mal Wasser gegeben hat, eine ausgetrocknete Quelle. Also du meinst, dass es die Quelle noch irgendwo gibt, ja? Wenn man eine Weile nachdenkt, muss man darauf kommen, ja? Das ist das, was ich glaube. Sieh dir das an, der Aswan-Papyrus spricht von einem Erdbeben vor langer Zeit. Weiter kann man darin lesen, dass dieses Erdbeben zur Zeit Kleopatras stattgefunden hatte. Du bist auf der richtigen Spur. Stell mir nur die Ausrüstung zur Verfügung, denn ohne die... Natürlich, ich denke daran. So wie du daran denken musst, dass ich mein Wort halte. Immer, verstehst du? Es dauert 12 Stunden, bis die Wirkung einsetzt. Also, mein Freund, wenn Sie nicht innerhalb dieser Zeit zurück sind und das Gegenmittel nehmen, sind Sie tot. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt. Wurde auch langsam Zeit. Wie lange bin ich schon hier? 3 Tage. Wer war das Schwein? Hab keine Ahnung. Bei dir? Kemal. Er wollte wissen, wo du bist. Es war gut, dass du es mir nicht gesagt hast. Ich hätte es ihm verraten. Ist das alles? Oder hat er sonst noch was getan? Verstehe. Dieses Schwein. Er wird dafür bezahlen. Ja, endlich. Haben Sie gut geschlafen? Ja, glaub schon. Hab einen tierischen Hunger. Könnte ein Kamel auffressen. Ihr Tuareg-Freund war eben hier. Er hat eine Kiste hier gelassen und gesagt, dass Allah Männer, die ihr Wort nicht halten, nicht mag. Für Sie wär's auch besser, wenn Sie Ihr Wort halten. Er wird mit mir kommen.
Früher haben sie Frauen vorgezogen. Okay, okay, solange sie ihn von ihrem Anteil bezahlen. Okay. Passen Sie auf sich auf. Was soll dieser Quatsch bedeuten? Später. Komm, beruhige dich. Naja, du hast leicht reden, aber es tut mir leid. In ein paar Tagen bist du hier raus. Und du wirst reich sein. Was heißt reich? Und wie? Du wirst schon sehen. Wart's ab. Du musst mir eins versprechen. Wenn der Tag gekommen ist, gehört Kemal mir. Alles zu den Gruben! Ihr bringt die Lebenslänglichen hoch! Was haben die vor? Fontaine hält sein Wort. Vorwärts! So hatten wir es vereinbart. Los, vorwärts! Kemal, beeilen Sie sich! Sie müssen sofort herkommen, es ist etwas passiert! Sergeant Kemal, es ist etwas Fürchterliches passiert! Kommen Sie bitte, Sie müssen sich das ansehen! Lebenslänglichen hoch. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass für uns alles so läuft, wie es soll. Was will denn Kemal hier? Ich habe jetzt hier das Kommando. Und ich werde euch alle umlegen. Alle! Ja.
runter da! Keine Bewegung! Jetzt seid ihr dran! Kommt zurück, ihr verdammten Dreckschweine! Ihr Bastarde! Ihr kommt nicht weit! Dieser Scheißkerl legt uns alle um. Wenn wir ihn nicht vorher umlegen. Funktionieren die Dinger? Das werden wir gleich feststellen. Na, ich glaube, jetzt kapier ich's. Ihr Jungs wollt angeln gehen, ne? So ist es, mein Freund. Ich liebe Angeln. Los, gib her! Kannst du tauchen? Nein, aber nach 5 Jahren in diesem Loch hier gehe ich selbst in der Hölle baden. Okay. Wir sehen uns an. Phil, Na, was soll's? Sind Sie jetzt? Sie sind vor 10 Minuten in die Grube gesprungen. Das bedeutet, dass einer von Ihnen bald an der Oberfläche auftauchen wird. Das muss nicht so sein. Was weißt du darüber? Ich habe dich was gefragt. Vor längerer Zeit, bevor du nach Gila gekommen bist, ist ein Häftling in den Brunnen geklettert. Er ist nicht zurückgekommen. Tot? Ich nehme es an. Wir werden ihre verdammten Leichen also rausfischen müssen. Das glaube ich nicht. Ich kenne Phil Stone. Er riskiert nie zu viel. Er geht immer nur dann ein Risiko ein, wenn er es vorher genau kalkuliert hat. Irgendwo kommen sie raus. Die Frage ist nur, wo.
Wenn ich an deren Stelle wäre, dann würde ich mich in den Bergen unten im Süden umsehen. Warum da? Weil das die einzige Stelle ist, wo Gras wächst. Und wo es Gras gibt, gibt's auch Wasser, nicht? Es könnte sein. Wenn es so ist, kannst du alles haben. Jungs, Geld, Schnaps, was immer du willst. Oh, alles, was ich will, ist eine vollständige Sammlung. Ich warte schon seit einer Ewigkeit auf meinen letzten Skorpion. Finden wir jemals einen Weg nach draußen? Ich weiß nicht, aber wir müssen. Hey, Phil, was ist das? Ich würde sagen, Dynamit. Meinst du, dass wir das brauchen werden? Es könnte nützlich sein, ja. Hör zu, ich wollte dich schon die ganze Zeit überfragen. Ich will nur nicht, dass du mich für einen Schnüffler hältst. Okay, okay, raus damit. Was willst du wissen? Hm? Was machen wir eigentlich hier? Wir suchen etwas. Und was? Ein paar Milliarden Francs, oder? Ein paar Millionen Dollar. Hier? Du bist verrückt. Warum nicht? Gehen wir. Vergessen? Von hier an müssen wir vorsichtig sein. Okay. Hey Phil, sieh mal. Pass das nicht an, weg mit dir! Das ist ja Wahnsinn. Hier unten gibt's eine Menge Wahnsinn. Vergiss das nie. Nochmal, wo sind wir? Das erzähle ich dir später bei einem schönen Café. Aber mit dem Schlagsahne. Sieht so aus, als würde es ewig so weitergehen. Naja, quatsch lieber nicht so viel. Irgendwo werden wir schon landen. Ist echt ein Optimist. Aha. Hey, sieh mal! Wir sitzen in der Falle. Was jetzt? Frag mich was Leichteres. Warte, ich hab eine Idee. Es hat funktioniert. Ja, raus hier. Ganzer, nach Ihnen.
Ich werd verrückt, sieh dir das an. Haben wir danach gesucht? Ja, schätze schon. Hey, dann haben wir es geschafft. Wir sind noch nicht draußen. Sehen wir uns das ein bisschen näher an. Fantastisch, ne? Hör zu. Was du auch tust, tu es vorsichtig. Okay, pass auf. Ich glaube, das, was wir suchen, ist in der Kiste. Okay, schnappen wir uns das Ding. Es wird nicht so einfach sein, wie es aussieht. Bleib da stehen. Hab ich's doch geahnt. Das Siegel der Ptolemäus-Dynastie. Ich will keinen Archäologieunterricht. Ich will lieber hier raus. Hier drin befindet sich der Schatz der Kleopatra. Das sagt mir dieses Siegel. Wieso ist das Zeug hier? Wer weiß, ein Erdbeben, ein Sandsturm. Du bleibst, wo du bist. Ich habe keine Ahnung, was hier alles passiert. Wieso? Was meinst du? Die alten Ägypter hatten eine Menge Schweinereien auf Lager. Lass uns lieber abhauen. Das andere Zeug reicht doch. Nein, ich will die Kiste. Okay, nimm das Seil. Gut, ich hab's. Ganz ruhig ziehen. Ganz vorsichtig. Vorsicht. Vorsicht. Ah. Oh Gott. Oh. Ja, komm, komm. Jetzt haben wir sie beinahe. Ein Stück. Gut. Geschafft. Flucht, ich wusste doch, dass hier irgendwas stattfindet. Es scheint so. Los, schaffen wir das Ding raus hier. Okay. Los, fass an. Verdammt. Der ganze Laden stürzt ein. Weg hier. So aus, als hätte die Braut gute Ingenieure gehabt, was? Der Eingang ist versperrt. Verdammte Hurensöhne. Naja, Gott sei Dank war das vor der Geburt von Dr. Nobel. Wer ist Dr. Nobel? Erfinder des Dynamits. Ich wusste, dass wir es nochmal brauchen. Alles klar? Gleich geht's los. Worauf wartest du? Mach du sie auf. Du bist der Experte. Na los! Fantastisch. Sieht ja toll aus. Aus was sind diese Dinge? Tja, ich würde sagen, dass das pures Gold ist. Gold? Du meinst richtiges Gold? Ja. Ja,
Machen wir sie auf. Ja. Hey, da ist ja noch eine Truhe drin. Ja. Mal sehen, was da drin ist. Eine Pergamentrolle. Und das ist pures Gold. Oh Mann, wie viel ist das alles wert? Keine Ahnung, weiß nicht. Ein paar Millionen Dollar möglicherweise. Wer kann den Quatsch lesen? Sieh dir das an. Ah, verdammt, ein Sturm hat uns gerade noch gefehlt. Ruhig. Nett, dass ihr euch meinetwegen so viel Mühe macht. Ich habe schlechte Nachrichten für Sie, Mr. Phillips Stone. Sie sind am Ende Ihrer Straße angekommen. Tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen. Ihr Beschützer, der Direktor, musste feststellen, dass die Wüste ihm nicht gut tut. Und jetzt ist er tot. Ich bin der Mann, der jetzt die Fäden in der Hand hält. Und das schließt dich mit ein. Du hast Fontaine getötet. Nein, die Mühe musste ich mir nicht machen. Es war Allahs Wille. Allah hat den Direktor zu sich genommen. Und mich hat er herbefohlen, zu dir. Was soll der Blödsinn? Glaubst du wirklich, dass mich deine Kanone beeindruckt, ja? Ich nehme an, dass sie dich beeindruckt. Denn ich kann dich damit töten. Also, du Dreckskerl, du machst jetzt das Maul auf. Und zwar weit auf. Wieso? Ich finde, es ist ein sehr gutes Ziel. Okay, mal, wir könnten uns den Schatz teilen, nur du und ich. 50-50. Wozu brauche ich einen toten Partner? Also gut, du hast lange genug geredet. Was hast du davon, wenn du mich abknallst? Hä? Erstens gehört mir dann der Schatz allein und zweitens macht es mir einfach Spaß, dir das Gehirn rauszupusten. Okay, schnapp dir den Schatz und wir vergessen das Ganze. Ich sag nur eins dazu. Auf Wiedersehen. Kemal! Ist doch komisch, es gibt Menschen, die keine Schlangen mögen. Ja, ist merkwürdig. Ich liebe Schlangen. Ja, ich auch. Ich hol den Jeep. Wer zum Teufel sind die denn? Mein Freund Ben Asher und seine Tuaregs. Er hält nicht besonders viel davon, Zeit zu verschwenden. Friede sei mit dir, Bruder. Friede sei mit dir, Ben Asher. Hast du meine Hilfe gebraucht, um unsere heiligen Grabmäler zu schänden? Ich könnte mir vorstellen, dass du lesen kannst, was hier draufsteht. Bitte sag es uns. Es ist ein Erlass der Königin Kleopatra. So etwas Ähnliches wie ein Testament. Derjenige, der im Besitz dieses Dokuments ist, wird zum Herrscher der Gila-Oase und die sie umgebende Wüste ernannt. Ihm soll das Land bis zur Mittelmeerküste gehören. Er soll von dem Volk, das er beherrscht, König genannt werden. Und aus ihm soll eine starke Dynastie erwachsen. Hey, Kleopatra ist tot. Also wird irgendeiner von uns König, oder wie? Hier ist der Beweis, dass ich der König der Gila-Wüste bin! Lebt wohl, meine Freunde. Hey, was ist das für ein Gefühl, König zu sein? Ich bleibe das, was ich immer gewesen bin. Aber vielleicht mache ich eine Kopie davon und schicke das Original zur Sotheby's nach London. Willst du das nicht auch noch? Diese alte Kiste? Die kannst du behalten, wenn du willst. Okay. Leb wohl. Netter Kerl.
Meine Freunde, ich glaube, aus meinem Traum ist nichts geworden. Ich habe etwas versprochen, was ich nicht halten konnte. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr mich verlasst. Es ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Es kann nicht immer so laufen, wie man will. Okay, aber ich habe mein Wort gegeben und habe es nicht gehalten. Ich habe euch in die Sache mit reingezogen und das tut mir leid. Wir beide haben mitgemacht, also wollten wir es nicht anders. Und wenigstens haben wir die Kiste. Ja. Vielleicht bekommen wir in den Staaten etwas Geld dafür. Ich mache euch einen Vorschlag. Keiner will deine Vorschläge hören, Phil. Ich bin glücklich, dass du lebst und dass wir zusammen nach New York fahren, verstehst du? Das war's, was du mir versprochen hast, nichts anderes. Eines Tages werde ich reich sein, das weiß ich genau. Der spinnt, der will immer noch reich sein. Es gibt Wichtigeres im Leben. Ich glaube, er muss erstmal zur Ruhe kommen. Nicht wahr, Phil? Du bist einigen Schlangen entkommen, aber vergiss nicht, Phil. Ich bin auch eine und ich bin wesentlich gefährlicher als Sandvipern oder Kobras. Du hast jetzt noch die Chance, ins Wasser zu springen. Überleg's dir gut. Ach was, es gibt zu viel Haie in der Gegend.